Hallo, habe gerade wieder Nico Pech, der mit dem Begriff Postwachstumsökonomie assoziiert ist, ein Professor, habe ihn wieder gesehen, in einer Fernsehsendung, wo er nicht versteht, dass zum Beispiel eine Frau, die seinen Ansatz rundweg ablehnt, dass die seinen Ansatz deswegen ablehnt, weil sie extrem konsumsüchtig ist, sozusagen, und weil sie sozusagen auch Angst davor hat, so zu leben, wie es eigentlich menschlich ist, weil das ist eben der entscheidende Punkt. Das fehlt ja eben Nico Pech, dass ihm die evolutionsbiologische Perspektive fehlt, sozusagen. Und deswegen kapiert er nicht, warum er die Menschen verliert, nämlich die soziale Marktwirtschaft. Es läuft also die Evolutionsprozesse in der sozialen Marktwirtschaft bzw. im Kapitalismus verlaufen so, dass wenn ein Händler irgendeine Idee entwickelt, irgendein Gedankensystem entwickelt, das die Menschen zum Beispiel dazu macht, dass sie sagen, nee, ich will individuell leben, ich will nicht mit anderen Menschen zusammenleben, ich will mein Ding machen und so weiter. Und ich will entzogen sein jeglicher sozialen Kontrolle oder was auch immer, dass das eben genau der Weg ist, wie die soziale Marktwirtschaft den einsamen, kaufsüchtigen Single erzeugt. Also quasi die soziale Marktwirtschaft funktioniert so, es geht darum, den Menschen zu maximaler Konsumsucht zu bringen. Und das geht nur, indem ich ihm alles wegnehme, was ihn von Natur aus glücklich gemacht hat. Ja, also ja, nehmen wir zum Beispiel, wenn wir einem Löwen, der im Rudel lebt, ja, wenn wir ihm zum Beispiel das Spielen mit den Kindern, das Leben in der Gruppe und so weiter und all diese Dinge, oder bei den Affen, wenn wir ihnen das Lausen wegnehmen, wenn wir ihnen die Fellpflege wegnehmen, wenn wir ihnen den Körperkontakt we wegnehmen und so weiter, dann haben wir eben sozusagen bei den Affen einen Endorphinmangel erzeugt und sie werden umso anfälliger dafür, jetzt zum Beispiel zu viel zu essen, zu viel zu trinken und so weiter. Also das heißt, jedes Lebewesen, und genau das hat sich in der Evolution, in der sozialen Marktwirtschaft ereignet, nehme ich den Menschen, egal welchem Lebewesen, wenn ich einem Lebewesen seine natürlichen Glücksmöglichkeiten wegnehme, besteht immer die Gefahr, dass es stattdessen versucht, Ersatzbefriedigung auf anderen Wegen zu finden. Und genau davon lebt der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft. Menschen so zu beeinflussen mit Gedankensystemen, dass sie selbst ihre wahre eigene Natur nicht mehr akzeptieren. Das hat übrigens auch Dr. Rüdiger Dahlke, der Dr. Med. Rüdiger Dahlke auch erkannt. Er hat also erkannt, dass eben unsere Kultur eine extrem sexualitätsunterdrückerische Kultur ist und dass eben, ja, nimm den Menschen die Sexualität weg und lass sie liebesmäßig verarmen und gib ihnen nur noch ein armseliges Liebesleben, dann konsumieren sie einfach mehr und kaufen mehr Konsumgüter und am Ende denken sie, dass die Welt und das Leben könnte gar nicht mehr anders sein. Also das heißt, und da verliert Nico Pech seine Zuhörer oder seine Gesprächspartner, dass er ihnen nicht klar machen kann, dass genau so die Evolution verläuft, im Rahmen von sozialer Marktwirtschaft und Kapitalismus, dass also quasi das natürliche Leben von den Menschen mittlerweile als völlig fremd und ablehnungswürdig sozusagen empfunden wird. Eben weil genau solche Manipulationen eben dann
zu maximalem Konsumverhalten führen. Also man muss sich quasi die soziale Marktwirtschaft und den Kapitalismus als System so vorstellen, als wäre das eine Art Lebewesen, das das Ziel hätte, andere Lebewesen, nämlich in dem Fall die Menschen, so zu manipulieren im Kopf sozusagen, dass sie alles ablehnen, selber alles ablehnen, was sie in Wirklichkeit glücklich machen würde, damit sie sozusagen, damit sie letztendlich mehr kaufen, mehr konsumieren und so weiter. Ja? Und ja, das ist, und ihr könnt das direkt in der Infobox, der erste Link, da könnt ihr alles nachlesen und alle Videos schauen und alles euch informieren und so weiter. Zum Beispiel findet ihr unter Medienberichte auch, wo ich guck mal, ob ich es gerade noch irgendwo aufhabe. Wo ist es denn hin? Hier ist es. Unter Medienberichte findet ihr dann zum Beispiel auf der Homepage den Artikel von berühmten Dr. Franz Alt mit seiner Sonnenseite, ein ehemaliger ARD-Report-Journalist. Ein Umweltschützer der ersten Stunde hier, geht's Bericht über den neuen Weltrat der Weisen. Ja, aber ich mache jetzt nochmal das Thema fertig. Also Nico Pech fehlt eben die entscheidende Argumentation, der Kapitalismus ist wie ein Lebewesen, das ein anderes manipuliert, seine eigenen Glücksmöglichkeiten abzulehnen und sozusagen andere Manipulation besteht daraus, dass zum Beispiel die Menschen zur Aggressivität aufgehetzt werden, dadurch werden sie unleidlich zueinander, haben Schwierigkeiten, sich zu vertragen und dann ist es klar, dass man sich voneinander zurückzieht und miteinander kein Glück mehr erleben kann. Alle solche Manipulationsmechanismen, alles, was möglich ist, hat sich in der Evolution des Kapitalismus, der sozialen Marktwirtschaft evoluiert. Und das führt dazu, dass die Menschen im Wesentlichen alles, was sie selbst glücklich machen würden, selber ablehnen. Und das Resultat ist, dass der Manipulator, dass die soziale Marktwirtschaft als System, dass dieses System Kapitalismus als Manipulator gewinnt, indem die Menschen keinen anderen Ausweg mehr haben, als Alkohol zu saufen in riesigen Mengen, Zigaretten zu rauchen, Süßigkeiten zu fressen, Drogen, Medikamente zu nehmen und zu konsumieren, auf Teufel komm raus, Flugreisen nach Mallorca und sich die Hucke voll zu saufen. Also das fehlt also Nico Pech als zentralster Fehler, dass er das seinen Gesprächspartnern nicht erklären kann. Ja, ich habe ja eben schon gesagt, was bei Dr. Med Rüdiger Dahlke, dem berühmten Arzt, der so aus dem esoterischen Kontext kommt, was da gut ist, nämlich dass er eben erkennt, dass die Sexualität viel zu stark unterdrückt ist und so weiter. Natürlich ein Wesensmerkmal des Kapitalismus. Ne? Ich will noch etwas sagen, was er gut gesagt hat. Er hat zum Beispiel in einem Video dargestellt, er hat dann gesprochen von eminenzplacierter Medizin. Also die Medizin ist ja so ein bisschen wie MyLab, ja, so ganz stolz darauf, dass sie eine evidenzbasierte Medizin sei, also eine beweisbasierte Medizin und so weiter. Ja? Und der Dahlke klärt eben auch auf, dass das alles Illusion ist, weil in Wirklichkeit handelt es sich um eminenzbasierte Medizin, also plasierte Eminenzen der Medizin geben vor, was welche Studie zu welchem Ergebnis kommen soll und welche überhaupt veröffentlicht wird und überhaupt welche wahrgenommen werden. Und da geben also quasi Eminenzen, also irgendwelche wichtigen Professoren sozusagen, in blasierter Weise geben vor, was diese Studien und so weiter alles für Ergebnisse kriegen sollen. Geben sollen. Zum Beispiel, Dr. Med Rüdiger Dahlke hat dann also zum Beispiel als Beispiel gesagt, wie die
ja, wie die Krebsideologie. Also die eminenzplacierte Medizin behauptet ja steif und fest, sie hätte Erfolge bei Krebs. In Wirklichkeit sind die Daten so, wie Dahlke es dann eben auch gesagt hat. Nach 5 Jahren sind 98% aller Menschen, bei denen Krebs diagnostiziert wird, tot und sonst nichts. Und die Erfolge gibt es gar nicht, die gibt es nur in schön gerechneten Studien, also in der eminenzplasierten Medizin. Da hat er recht. Aber er selber hat eben auch wieder den Fehler, dass er durch diese esoterische Komponente, die er hat, wieder einen Mangel, also wieder diesen berühmten kreationistischen Mangel an evolutionsbiologischer Analyse hat und dadurch auch wieder nicht zu den richtigen fundierten Lösungen kommt. Ja? Professor Hans-Werner Sinn, der berühmteste Volkswirt Deutschlands sozusagen, hat also gesagt, er hat regelrecht gewarnt, er hat gesagt, so Europa müsste jetzt eigentlich stark werden, weil es hat sonst, Europa verliert sonst im Wettbewerb mit China und USA und so weiter und wird irgendwann ein ärmlicher Kontinent werden und so weiter. Und da hat er eben völlig recht, weil er da auch wenigstens insofern ein bisschen evolutionsbiologisch denkt, dass es natürlich auch eine Wettbewerbsfrage ist. Und er sagt dann, Europa müsste jetzt stark werden, aber in Wirklichkeit machen wir alles, um Europa schwach zu machen. Und das ist eben der entscheidende Punkt, dass die zweiten Scientists for Future 2 Initiative Weltrat, siehe Link in der Infobox, dass die eben die Lösung haben, jedes Jahr bis zu 500 Milliarden Euro plus zu erwirtschaften und das ganze Europa wieder aufblühen zu lassen und wieder sozusagen richtig erfolgreich zu machen. Und auf dem Hintergrund dieser 500 Milliarden Euro pro Jahr allein in Deutschland, in ganz Europa wäre das natürlich viel mehr, ja, mit diesen 500 Milliarden pro Jahr, das ist immerhin eine halbe Billion pro Jahr, könnte Deutschland eben auch der gesamten Welt wirklich vormachen, wie das tatsächlich mit Klimaneutralität einhergeht und dieses Erfolgsmodell würde dann um die ganze Welt gehen und so weiter. Und das ist unsere einzige Chance. Ja, ansonsten kann man insgesamt sagen, mein Gesamteindruck ist, die Menschheit packt das nicht mehr. Die Menschheit hat ja in den letzten 40.000 Jahren schon 150 Milliliter Gehirnsubstanz verloren. Die PISA-Studien zeigen, dass Deutschland speziell immer dümmer wird und immer unfähiger wird. Die Menschen beschäftigen sich nicht mit Lösungsmodellen, sind nicht bereit zu studieren, auch nicht die zweiten Scientists for Future 2 richtig zu studieren. Sondern ja, die ganze Menschheit wird versanden und wird wahrscheinlich nochmal in die Hölle des Kapitalismus, der sozialen Marktwirtschaft nochmal so richtig eintreten und wird vielleicht nochmal ein Leiden, nochmal ein paar tausend Jahre Leiden haben. Oder vielleicht bleibt das Leiden auch unendlich, denn da die soziale Marktwirtschaft und der Kapitalismus ja die Eigenschaft hat, das Gehirn der Menschen zum Schrumpfen zu bringen und neben all den toxischen Substanzen, die natürlich auch das Gehirn beschädigen und die Leistungsfähigkeit der Gehirne schwächen und sie vergiften und so weiter. Also es kann uns einfach passieren, dass die Menschheit einfach eine ewige Leidensgeschichte haben wird und einfach nur immer das ganze Leiden immer weitergeht. Ja. Ja, wenn Sie, lieber Zuhörer, viel, viel glücklicher leben wollen, dann klicken Sie unten in der Infobox an und studieren Sie, nutzen Sie alle Ihre Geisteskraft und teilen Sie das dann und teilen Sie es anderen mit, denn das ist unsere einzige Chance, eine bessere Welt zu kriegen. Tschüssi!